ganz toll, dass ihr da seid. Wir freuen uns, die nächsten zwei Tage mit euch hier gemeinsam arbeiten zu können. Was ist die Schulpeda? Wohin geht das? Wo wollen wir hin gemeinsam? Was haben wir für Talente an Bord? Wie sehen wir das? Und so weiter. Und was fällt uns vielleicht auch an Begriffen ein, wie die Schulpädagogik in der Woche, in zwei, im Jahr, in zwei sein sollte? Vertrauen, Respekt, Kooperation. Also wir fragen nicht immer im Sinne, was bringt mir das, sondern das wäre eine interessante Kooperation. Das könnte uns gemeinsam was nutzen. Ich denke, dass wir uns auch Erfolge gönnen. Und damit geht einher, dass uns Wertschätzung verbindet. Ja, dass da keiner untergeht, keine neuen Ideen irgendwie versperrt werden. Wir haben Bewusstsein, glaube ich, für die Themen der anderen, sowohl fachlich als auch im sozialen Bereich. Ja, wir leben in einem Wettbewerbsumfeld. Ja, wir leben und arbeiten hier in einem auch narzisstischen System. Aber die Frage ist ja, wie wir selber miteinander umgehen. Und manchmal wurde uns auch vorgeworfen, wir würden zu weich miteinander umgehen. Wir würden quasi so eine Art wie Kuschelpädagogik machen. Ja, und das glaube ich auch. Wir machen in Teilen auch Kuschelpädagogik. Und frei nach Susanne Thurn, wir machen Hochleistungskuscheln. Unsere Grundlage für hohe Leistung ist, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir den anderen, die andere gut dastehen lassen und dass wir wirklich warm miteinander umgehen. Und das erzeugt dann hohe Leistung und das erzeugt auch nachhaltige Hochleistung. Wir gehen warm miteinander um, das Kuscheln. Hochleistungskuscheln. Ja, Hochleistungskuscheln. Ich glaube daran wirklich, da ist wirklich Musik drin. Auch gestern Abend und heute Morgen und so weiter und so fort. Wir können lachen. Also vorne nehmen wir. Kein Problem. Einerseits ja, Teamorientierung, andererseits aber sowas auch für eine Leistungsorientierung. Arbeitsteilung in gemeinsamer Verantwortung. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Begriff schon fiel, aber vielleicht sowas in Richtung Begeisterung oder so. Ich bin ja tatsächlich noch gar nicht dabei. Ich bin ja ab nächster Woche erst bei euch und beobachte das Ganze so ein bisschen von außen. Und hier habe ich das Gefühl, hier haben alle total Bock, was zu machen. Und das ist total begeistert hier. Dass wir da extremst vertrauens- und respektvoll miteinander umgehen. Also erfolgreich, aber auch effizient und gesund. Ja, ich hätte gesagt, in Bezug auf die Lehre auf jeden Fall innovativ und praxisnah. Leidenschaft, Interesse, Motivation, Passion vielleicht auch. Aber ich finde, so nochmal eine Klammer ist, glaube ich, integrativ. Wir sind alle unterschiedlich und wir leben auch damit irgendwie. Und ich finde, wir leben auch ganz gut damit. Irgendwie ja, einzigartig. Im ganz positiven Sinne. Eins, zwei, drei. Uni! 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 Und wir können los.